Jagt Seuche. Darauf wies der Geheimdienst in der Oase hin. Valens geheimnisvoller Auftrag in Afrika. Ich sollte Antworten finden, stieß aber nur auf immer weitere Fragen. Meine Befehle lauten, herauszufinden, was der Informant weiß, um die Lücken zu füllen. Das Problem ist nur, er wird in einem Kriegsgefangenenlager im Norden festgehalten. Und der einzige Weg dorthin führt über den Halfaya-Pass. Ich schließe mich dem Langstrecken-Wüstenkampfverband an. Aber die Deutschen haben sich mit 8-8er-Flachs und einem schweren Fahrzeugpark eingegraben. Wir dürfen uns kein großes Feuergefecht leisten. Ich muss ihre Waffen ausschalten und dem Kampfverband den Rücken freihalten. Der Pass ist schwer bewacht, zudem drohen überraschende Konfrontationen auf engstem Raum. Ich muss umsichtig vorgehen und ein paar Minen für einen schnellen Abgang einpacken. Vermutlich nennt man ihn nicht ohne Grund den Höllenfeuerpass. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 3. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Part. Und heute bin ich nicht alleine. Denn heute ist Sharon dabei. Hallo. Ja, ich hoffe, man hört dich zu. Man hört dich gut. Ich weiß es nämlich nicht. Und. Ja. Soll ich dir was erzählen jetzt über Sniper Elite 3? Nee. Ich spiele in Afrika. Wow. Das ist mir aufgefallen. Und man ist ein englischer Scharfschütze. Und warum habe ich. Habe ich nicht die MP40 dabei? Ficke. Mir ist was Lustiges aufgefallen. Was? Nein, lustig eigentlich nicht. Ja, aber. Die Stimme des Hauptcharakters, also diesem Scharfschützen, ja, ist die gleiche wie bei Metro Last Light. Bei dem, also Metro Last Light Hauptcharakter, einfach dass sein Akzent russisch ertönt. Okay. Und ich glaube, es ist nicht vom selben Studio. Nicht. Nein. Ja. Warte, mal die Karte aufrufen und uns einen Überblick verschaffen. Erkunde die Siedlung in den Bergen. Wow, okay. Scharfschützenliste hat sich hier 3. Das ist jetzt mal das Hauptziel, ne? Ja, okay, in dem Fall. Mal schauen, wie es läuft. Natürlich hier mal die Wellrod gezückt. Ist, glaube ich, besser, mal für den Anfang hier gleich rumzubölzen. Ein bisschen behindert. Jetzt nichts. Ich denke mal, ich gehe lieber ab der Straße runter, ne? Willst du auch das so machen? Genius. Genius, okay. In dem Fall ja. Dort, 130 Meter entfernt, ist unser Ziel. Das müssen wir erkunden. An so einer Stelle wäre ich schneller zur Brücke gerannt. Nee, ein bisschen sneaky vorgehen. Das war so klar, oder? Sneaky vorgehen ist auch gut. Dort oben hat es einen Feind. Das sieht man auf der Minimap unten links. Rechts oder links? Links, ne? Rechts ist das neue links. Okay. Gut zu wissen. Doch, weil er nicht links. Oh. Scheiß Idee. Ist der alleine? Oh. Leck mich am Arsch. Er ist nicht alleine. Oh. Aber Stolpermine könntest du setzen. Geht er zurück ans MG? Ist er alleine? Ich glaube nicht, dass er alleine ist. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich sehe aber keinen mehr. Und er ist der Einzige auf der Minimap. Vertraust du der Minimap? Ja, mach ich. Ja, isoliert. Du bist alleine. Sehr gut. Gleich mal ausbeuten hier. So, was haben wir? Alter, du hast ihn unter der Güte nichts gefunden. Nichts gefunden. Ja, geil. Kann ich hier wirklich nicht runter? Ein Baum. Wo? Da, ein Baum. Hi. Wo ist er fett? Wow.
Schatten, Sonne. Das Geile ist, ich kann nicht snipern, solange nichts meinen Schuss übertönt, ne? Verstehst du? Wow. Ist ja alleine. Die Frage stellst du dir tausendmal und ja, jedes Mal kommt die gleiche Antwort. Nee, glaub nicht. Hauptsache, es sieht mich nicht. Dich sieht jemand anders. Halt die Fresse. Boah, leck mich doch am Arsch. Nee, das ist mir zu riskant. Gleich mal nachladen. Scheiße, Mann. Das habe ich voll nicht gemerkt. Hier. Dass ich hier noch einen hatte. Scheiße, die Bombe dann. Er liegt erotisch da, während du ihn an den Eiern kreist. Wie findest du eigentlich so Sniper-Elite? Schon mal gezockt, Klus? Ich kenne nur die ältere Version. Zweiter Weltkrieg, glaub's Berlin, spielt das Serie. Ich selbst habe Sniper-Elite 2 noch gespielt. Ich kann dir nur über das Auskunft geben und ich kann dir nur sagen, dass das in Berlin gespielt hat. Ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht groß. Aber ich fand schon dort geil. Das Geilste an dem Game finde ich natürlich die Animation mit dem Schuss, ne? Das ja, hier das ist auch schon geschehen. Genau. Aber das ist für mich als Spiel nichts Besonderes. Also nicht schlecht. Ich find's nicht gut, sagen wir es so. Warum nicht? Zu viel Schleichen. Ich finde eigentlich, ich finde es noch geil, weil ich mit der Zeit finde ich, wenn es ein Shooter ist, finde ich mit der Zeit so die Third-Person-Shooter oder Ego-Shooters halt. Ah ja, ich weiß. Ich halt mit der Zeit ein bisschen langweilig, so COD zum Beispiel. Kreis mich. Ja, geil. Egal. Darum finde ich eigentlich mal Tactical-Shooter auch nochmal geil. Die 8-8er finden. Die 8-8er. Ach so. Artilleriezerstörung. Ja, genau. 8-8er Kombi. F. Um Feuerstahl und Stahl zu verwenden. Nee, im Blick auf die Map sieht man, dass ich hier, also hier eine Artillerie ist, hier und hier, um hier hinzukommen. Ja, hier durch. Geile Sache. Einfach dort vorne hat es natürlich Gegner. Nimm mal schon an deine Sniper und spam mal durch. Warte. Für was ist das Feuer. Hä? Du hast ein Feuer gemacht. Okay. Okay, was macht das Feuer? Ich weiß nicht, was das Feuer macht. 9, 8, Alter, ich habe so ein böses Gefühl. Oh. Es könnte sein, dass irgendwas dort aufschlägt. Ich hätte eher gedacht, dass es explodiert, aber okay. Nee, es ist nur ein Haufchen Feuer. Okay. Ach Mann. Aber ist es nicht Aufmerksamkeit? Eigentlich schon, aber... Warte mal. 1. Ja, ich schieß nicht. Warte mal. Wie? Hallo. Ich will ihn markieren. Ach, fick dich doch. Geht nicht, da ist Busch im Weg. Ja, sehe ich auch. Busch. Alter, fick dich. Sein Name war Busch. George Bush. Der Präsident der Welt. Nein! Das Arschloch ist reingegangen. Ah, dort haben wir noch einen. Miserable. Das Geile ist, schau mal die Info. Der hat ein Sniper-Gewehr. Der hat. Ich sehe eine MP40. MP40. Der hat. Auch eine MP40. Das heißt, das ist der Scharfschütze, ne? Ja. Ich denke, ich kann hier nicht auf den Turm, ne? Hat hier ein Scharfschützennest, da, dort hinten erst. Dort wahrscheinlich, wo er ist. Ja. Was ist das dort oben? Ja, ich denke nicht, dass ich dort hin kann, leider. Man kommt überall hin. Nee, leider nicht. Versuch außen rum zu kommen, also nicht auf diese Weise, nimm dir die andere Seite. Hier? Nein, andere Seite. Warum nicht? Das andere links. Okay. Ah, oh, warte. Du bist völlig frei. Dort hinten rum, ja. Ich höre was. Hörst du das auch? Da baut jemand was, ne? Ja. Wenn es so tönt,
sagen wie ich jetzt mal. Ertönt. Ertönt, dann ist es so, dass ertönt. Es. Ja. Ertönt. Also ertönt. Dann ist es so, dass es überdecken kann, mein Schuss, ne? Dann kann es sein, dass es. Wie kann ich das erklären? Dann kann ich. Siehst du? Wenn es dort oben das Zeichen gibt, kann ich abschießen. Kann ich trotzdem einen Sniper-Schuss abgeben, ohne dass jemand merkt. Ich habe so eine Idee. Zuerst den Scharfschützen. Nein, das habe ich nicht gemeint. Was dann? Warte. Ja, okay, sag zuerst die Idee. Du siehst ja diese 3, 4 Wegen oder wie viele es auch sind, oder? Ja. Wenn du einen dieser Typen könntest mit hier hinlocken, verstehst du? Ah. Stolperdraht. Nicht mal unbedingt Stolperdraht, warte mal. Der Auspuff. Ja, ich weiß, wenn der tönt, kann ich schießen. Warte mal. Stein wird so brennen. Warte. Nee, wird nicht klappen. Du musst. Scheißegal, was? Schieß da zwischendurch. Aber Stolperdraht, setz ein Stolperdraht. Warte. Die geile Animation, niemand merkt's. Und. Direkt durch den Kopf geschossen. Headshot. Ich wurde befördert. Geil. Achtung, warte. Ja. Yes, die Turms sind freigeschaltet. Meine lieben Freunde. Halt. Voll in die Fresse. Oh. Scheiße, Wander. Oh. Standortwechsel. Das hast du schön versagt. Ich weiß. Scheißegal. Ich hab dir gesagt, Stolperdraht. Das hätte nicht mal was genützt. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir. Die geile Mucke, ne? Ein Scharfschütz ist wie ein Geist. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. Er bringt nur Leute. Au! Au! Oh! Nein! Scheiße. Oh, ich hab keinen Timer gestellt. Was denkst du, wie lange ist das für erster Punkt der Tagesordnung, die 8-8er finden. Geh mal nach meiner Devise vor. Ja, wo willst du einen Stolperdraht machen, ne? Bei den Autos. Für was? Die Autos sind entzündbar, hoffe ich. Natürlich ja, im Spiel. Okay. Wenn die Granate hochgeht. Das ist natürlich Aufmerksamkeit für alle rundherum. Ja. Du musst aber in dieser Zeit, bevor die Person, die aufmerksam wird auf deinen Steinwurf, was auch immer. Ja, wenn ich den Stein nicht werfe. Hä? Wenn ich den Stein nicht werfe. Ja, wie will er denn auslösen, ne? Hä? Stolperdraht von diesem Auto. Warte kurz, warte, ich will zuerst markieren. Wenn du mir das noch gestattest. Siehst du sie aufschreien, das kapierst. Okay, so. Nee, warte. Das Auto markieren. So. Also. Stolperdraht hier. Von einem Auto, schon Stolperdraht rüberziehen zum anderen. Auf die Höhe des Motors. Bringt's das? Yep. Mal probieren. So. Hier hin. Jo. Okay. Ab in den Reifen damit. Jetzt habe ich hier eine Stolpermine. Okay. Jupp. Jetzt würde ich schauen, dass einer von ihnen möglichst werft den Stein nicht auf den Draht. Ja, ist schon klar. Dass einer wenigstens in die Nähe. Soll kommt, ich nicht zuerst den abschießen? Der wird nach. Also, ich sag jetzt mal so: Wenn da die Explosion hochgeht und du deinen Standort. Warum soll die Explosion hochgehen? Explodiert die Stolpermine überhaupt? Ja, sie wird explodieren. Ah, okay. Soll ich jetzt einen Stein werfen? Ich weiß ja, dass hier einer ist.
Ja, darum würde ich sagen, bevor er richtig in diese, also dahin durchläuft und den Draht berührt, würde ich die Seite wechseln, weil alle sind dann auf die Explosion fixiert, während du von da hinten schöne Oh, freie Schussbahn Alter. hast. Ja, genau. Okay, sagen wir vom Baum, Scheiße. der Baum. Warte, warte. Ich denke aber, ich kann den wegmachen, ohne dass jemand peilt. Ich voll in den Spiegel, genau. Soll ich? Warte auf den Ton. Ja. Oh, Scheiße, kann ich nur hier. Jetzt ist es zu spät, glaube ich. Obwohl, wäre nicht zu spät gewesen. Egal, ich warte. Die Zeit wird kommen. Ich weiß. Mit einer Granate draußen. Ich habe auch einen Schmerz. Wirklich? Mein Herz. So. Der Ton muss kommen. Okay. Alter. Sorry. Und der Schuss. Und der Schuss. Er geht, er geht, er geht, er geht. In das hier. Keiner peilt. Keiner Sau hat's gepeilt. Siehst du? Yep. Und jetzt würde ich sagen, den nächsten. roll, let the go, der Stein. Alter. Willst du mich verarschen? Der? Der? Nee, der ist in der Wand. Oh, lol, stimmt. Hast recht. Du have andere Ideen. Ja. Nehme den Stein. Warte. Ah. Wo ist der andere überhaupt? Ich würde den auch noch markieren eigentlich. Aber ich sehe den nicht. Okay, soll ich den Stein nehmen? Ja, nimm mal ein bisschen Abstand da, natürlich. Warte. Dorthin? Jupp. Welcher kommt jetzt? Das zeigt nichts an. Kommt nicht. Aber ich weiß, was steht. Geh weg, geh weg, geh weg. Kommt er dort durch? Oh, dort hinten Ja, hat's er noch kommt, einen. er kommt. Nein, der bleibt stehen. Lauf noch ein bisschen. Er Ja. kommt. Nein. Hä? Er kommt nicht. Der Pisser. Jetzt! Jetzt hat's ihn erwischt. In Deckung, in Deckung, in Die Deckung. Autos. Die dort sind auch aufmerksam geworden. Aber es hat sich kalt gelassen. Oh. Ah, sie haben Positionengewechsel gemacht, genau. Und Positionenwechsel werden wir auch in der nächsten Folge wieder machen. Bis dahin. Bye.